Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann und ich kann Ihnen mal Folgendes sagen. Und zwar, ich kriege von meinen mit Recht unterbezahlten Redakteuren und Redakteurinnen hin und wieder so etwas morgens früh auf den Tisch. Das sind so einzelne Informationen zu den Gästen drauf, die so kommen. Und heute Morgen hatte ich sehr viel Spaß, als ich das gelesen habe. Ja, ich lese Ihnen mal gerade vor. Ja? Also, er hatte mit 6 Jahren seine ersten sexuellen Erlebnisse. Die Knaben wollten sich nackt sehen und zogen sich aus. Sie machten Doktorspielchen. Erster Samenerguss mit 14, Entjungferung mit 16, mit 20 Liter an Magersucht. Er trank sehr viel Alkohol. Zwischen 14 und 20 war er fanatischer Christ, findet Pornos abturnend. Pupsen während des Sex findet er aber auch abturnend. Nee, Pornos findet er anturnend, Pupsen während des Sex abturnend. Er kann nicht in Anwesenheit anderer Menschen pinkeln, würde sich gern selber einblasen können. Also schon Gruppensex ist zu 70% schwul und zu 30% heterosexuell. Ja, jetzt denken viele, wie? Andreas Thür kommt? Nein. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier ist Night Talker Jürgen Domian. Jede Nacht. Das war ja sehr nett. Ja. Ja, da ist man doch überrascht von den anderen Gästen, die sonst immer so kommen. Da steht dann halt geboren in. Ja, ja, die Pornos turnen mich nicht ab. Das war falsch. Ja, ich hab's falsch vorgelesen. Das heißt natürlich, aber das Pupsen. Pornos findest du anturnen. Ja. Ja. Bisweilen, ja. Du Sau. So, ja, schön, dass ich hier bin. Ja, erzähl mal, du machst das jetzt seit fast 6 Jahren. Wann hast du Jubiläum? Am 3. April, 6 Jahre, Night Talk, WDR Fernsehen und 1 Live. Und ist das denn nicht so, dass man, also ich meine, du müsstest ja jetzt schon alles gehört haben. Es kann doch eigentlich nichts mehr Neues passieren. In 6 Jahren, du hast doch schon alle, sagen wir mal, alle Tabus gebrochen. Sämtliche, in Anführungsstrichen, Perversitäten gehört. Gibt es immer noch was, wo du denkst, mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht erlebt? Also in der Tat gibt es in, wirklich in steter Regelmäßigkeit Dinge, die mich und meine Mitarbeiter aus den Socken hauen. Traurige Sachen, extreme Sachen und lustige und bizarre Sachen. Immer wieder. Und da wir hier in einer gar lustigen Sendung sind, naja, würde ich dir gerne vielleicht eine skurrile Sache erzählen, die wirklich sehr schräg ist. Ja. Was ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Es war im Dezember vorigen Jahres, da ruft ein Mann an und sagt, ich habe einen, nein, ich muss eine Vorabfrage stellen. Frage stellen, ja. Wie groß ist dein Pimmel? Im unirrigierten Zustand. Weißt du, ich habe, darf ich mal deine Hände sehen? Ich habe da einen Blick für. Das kann man an den Händen, kann man sehen, an den Ohren, am Mund. Ich würde sagen, so gutes Mittelmaß, so 17 cm. Wie spät ist denn? Kann man jetzt schon... Nein. Was? Ja, so ungefähr. Zurück zum Stück. 17 cm? Also, es meldet mit der Bratpfanne es okay. Meldete sich ein Mann, ja, der sagt, ich habe im unirrigierten Zustand einen Penis von 1 cm. Nun saß ich da und dachte, das gibt es nicht. Ich habe viel gesehen, viel gehört, niemals davon irgendwas erfahren. Dann haben wir uns eine Weile unterhalten. Ein Zentimeter? Ein Zentimeter unirrigiert. Und, da muss aber sehr, sehr, sehr kalt gewesen sein, oder? Ja, nein, er sagte, ein Zentimeter unirrigiert und irrigiert etwa so 7 Zentimeter. Das Gespräch endete so, dass ich recht ungläubig war und dachte, das kann nicht sein. 10 Minuten später in der gleichen Sendung habe ich eine sehr nette Frau dran. Die haben dich auch nicht verarscht? Nee, auf, ich dachte das ja. Ja. Ich dachte das ja. Ich dachte, das ist mein Mann, oder was hat die gesagt? Nee. Nein, jetzt kommt's, ich bin gespannt. Eine sehr nette Frau, Anfang 40, die sagt, Domian, du warst vorhin so ungläubig. Ich habe einen Ehemann, der hat auch einen nur 1 Zentimeter großen Pimmel. Der ist sogar noch ein bisschen kleiner. Sagst du immer Pimmel? Ich finde, es klingt ein bisschen ordinär. Penis. Ja. Sagen wir Penis. Oder Glied. Ja. Gut, und dann fing die an zu erzählen und sagt... oder Lunte. Der ist... Es gibt ja viele Möglichkeiten, das irgendwie... Gut, aber Entschuldigung, ich weiß nicht. Und dann erzählte sie dasselbe, dass er ausgefahren auch so ungefähr 7 Zentimeter groß ist. Sie haben eine prächtige Tochter und alles ist im Lack. Sie haben tollen Sex miteinander. Und die klang vollkommen glaubwürdig. Ja. Dennoch sagte ich, ich glaube es erst endgültig, wenn du mir Fotos schickst von deinem Mann. Das wolltest du wissen, ne? Ich bekam Fotos... Na Moment mal, bitte nicht Pulleralarm bei 1 Zentimeter. Ich bekam Fotos. Oh, ja. Moment.
Und seitdem glaube ich es. Ich habe diese Fotos bei mir in der Show in der Nacht gezeigt, habe mit den Leuten jetzt vorige Woche nochmal telefoniert und gefragt, ob ich sie mit zu Stefan Raab nehmen darf. Du hast die Leute angerufen und hast gesagt? Ja. Und die haben gesagt, hör mal, ich würde gerne nochmal deinen... Ja. Und ich habe sie mitgebracht. Du musst jetzt sehr tapfer sein. Lass mich bitte erstmal mich sehen, bevor wir das unserem Publikum zeigen. Also, du siehst erstmal jetzt den Pimmel. Völlig unirrigiert. Ja. Es ist nicht mal ein Zentimeter. Es ist nicht heftig. Es ist nicht schräg. So. Komm mal nicht. Wollt ihr sehen? Ich zeige ihm die restlichen Essen, dann seid ihr dran. Man kann dich gar nicht erkennen. Soll ich wirklich zeigen? Sei du klein. Lass mich erstmal das hier sehen. Wenn ich meine Hände angucke und deine Hände und so, wollen wir jetzt nicht vor. Ja, gut. So, jetzt kommt er im leicht irrigierten Zustand und im fast ganz irrigierten. Stellen Sie sich einfach vor, meine Damen und Herren, ich... Darf man sowas zeigen? Ja, man darf es zeigen, ja. Nein, ich kann doch nicht zeigen im Fernsehen. Die Leute wollen es sehen. Ganz kurz. Moment. Ich zeige. Unirrigiert. Welche Kamera? Das ist jetzt hier. Unirrigiert. Wo ist das? Unirrigiert. Das hier, ne? Ja. Sieht aus wie ein Nabel. Ja, so eine kleine Falte, ne? Es ist wirklich. So, weiter. Ja. Vielleicht knickst du es erstmal ab, dass man das untere erstmal nicht sieht. Nee, das kann man nicht. Also das geht ja überhaupt nicht. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja, hier die Aufsichtsbehörde. Was? Bitte? Das ist deiner? Unser Produzent, meine Damen und Herren. Ja, da hältst du mal. Bitte? Ja. Ja, okay. Ja. Noch einmal ganz kurz, meine Damen und Herren. Also hier noch den. Das ist ein ähnlicher Fall, ja? Das ist leicht irrigiert. Ja, dann. Gut. Ja. Und das Frisur ist auch nicht schlecht, oder? Also jetzt ganz, aber nur ganz kurz ganz jetzt kurz. Im Dingens. Ganz kurz. Aber das ist ja noch nicht so weit, dass es Pornografie wäre, genau. Oder? Ab 45 Achtung, Grad. Kamera 1 fertig? Kamera 1 fertig? So, mehr nicht, meine Damen und Herren. Mehr gibt's nicht. Gib sie mir mit. Ja.